Ein neues Gesicht auf der Rübelandbahn im Harz. Großdieselloks vom Typ Blue Tiger haben den Elektrobetrieb abgelöst. Ein privates Unternehmen, die Osthavelländische Eisenbahn Berlin-Spandau, fährt nun preiswerter als die E-Loks der DB. Aber wozu überhaupt noch Güterverkehr auf der Schiene? Zigtausend Tonnen Kalkstein werden jährlich in den Felswerken in Rübeland gefördert und müssen zutage gebracht werden. Auf der Straße wären das endlose Lkw-Kolonnen. Mit der Bahn sind es nur ein paar Züge am Tag. Dafür baute man vor 120 Jahren eine Bahnlinie von Halberstadt über Blankenburg nach Tanne mit ungewöhnlichen Steigungen bis zu 60 Promille. Um die Transportleistungen zu erhöhen, wurde 1965 die Strecke zwischen Blankenburg und Königshütte elektrifiziert. Allerdings nicht mit dem üblichen Bahnstrom von 15 kV 16 2/3 Hertz, sondern mit 25 kV 50 Hertz Wechselstrom. So konnte das örtliche Stromnetz als Energiespender genutzt werden. Aber dazu waren auch besondere E-Loks notwendig. Sie entstanden bei LEW Hennigsdorf als E251 und wurden ab 1970 als Baureihe 251 bezeichnet. Die Nachwendezeit brachte ihnen dann die Baureihe 171. Bis 1999 waren sie auch für den Personenverkehr zuständig. Heute fahren zwischen Elbingerode und Halberstadt diesellokbespannte Wendezüge. Das BW Blankenburg war jahrzehntelang die Heimat dieser E-Lok-Exoten. Erstaunlicherweise hielten sie sich lange im Betrieb. So mussten ihre Hennigsdorfer Schwestern der heutigen Baureihen 109 und 142 schon Mitte der 90er Jahre den Dienst quittieren. Die Rübeland-Loks waren dagegen bis Ende 2004 unterwegs. Die Rübelandbahn wurde zum letzten Reservat für DDR-Neubauloks und zum beliebten Reiseziel für Eisenbahnfreunde. Fast jeder Streckenkilometer kam so auf Videoband oder auf Film. Und das darf nicht fehlen, der 29 Meter hohe Krocksteinviadukt bei Rübeland. Doch Ende der 90er Jahre kündigte sich dann der langsame Abschied an. Wir haben noch 7 fahrfähige Loks davon von den 171er und der Rest ist verschrottet. Bequemer sind die neueren und umweltfreundlicher, wegen schon für den Führerstand drauf. Wir haben mit Klimaanlage, das ist ja hier alles nicht drauf. Das war im Jahre 2003. Noch war von der endgültigen Ablösung des Elektrobetriebs keine Rede. So, das ist unser Fahrschalter. Beim Auto wäre das das Gaspedal. Das ist hier für den Stromabnehmer zum Heben runter. Und das ist rückwärts oder vorwärts fahren. Und das sind unsere beiden Bremsen. Einmal eine Zugbremse und einmal nur für die Lok. E251-001 und 002 befinden sich noch weitgehend im Originalzustand von 1965. Beide Maschinen werden als Museumslok erhalten bleiben. Bis zur Ablösung durch moderne E-Loks standen auch die beiden Museumsloks regelmäßig im Einsatz. E251-002 wird heute dem Zug nach Blankenburg nachschieben.
Im Spätherbst 2004 dann die Ablösung. Zwei Systemloks der Baureihe 185 übernahmen den Betrieb. Zunächst war es nur ein Probebetrieb. Erst mussten die zweiachsigen 185er beweisen, ob sie auf den Steilstrecken der Rübelandbahn den sechsachsigen 171ern ebenbürtig sind. Die Tests ergaben zwar eine deutliche Überlegenheit der alten E-Loks, doch schließlich übernahmen die 185er den täglichen Betrieb. Wieder wurde die Rübelandbahn zum beliebten Fotoziel für Eisenbahnfreunde. Jetzt neue E-Loks auf alten Gleisen. Hier in der Steigung vor Hüttenrode. Doch die Einsatzzeit der Baureihe 185 war nur kurz. Eine deutliche Preiserhöhung von jährlich 5 Millionen Euro durch die Bahn wollten die Felswerke nicht mittragen. Alle Verhandlungen scheiterten. Die Bahn beharrte auf ihrer Preisvorstellung. Schließlich bestellten die Felswerke die Transportleistungen ab und beauftragten die Osthafeländische Eisenbahn Berlin-Spandau. Fortan rollte nun der Blue Tiger auf der Rübelandbahn. Von der E-Lok zur Diesel-Lok und das zu Zeiten von Feinstaubdiskussionen. Es gibt natürlich, wollen wir sagen, entsprechende Grenzwerte, die eingehalten werden müssen. Und wir haben im Vorfeld entsprechend Gutachten natürlich erstellen lassen, auch die Bombardierwerke. Und die Gutachten haben ganz klar belegt, dass sämtliche Grenzwerte, die da sind für Schadstoffemissionen von der vom Blue Tiger entsprechend deutlich unterschritten werden. Darüber hinaus hat es Gutachten gegeben zum Thema auch Geräuschemissionen. Und da können wir glücklicherweise sagen, dass diese Werte sogar auf dem gleichen Niveau liegen wie bei Elektroloks. Für die leistungsstarken Blue Tiger sind die schweren Kalksteinzüge kein Problem. Trotzdem muss weiterhin jeder Zug jeweils mit zwei Maschinen gefahren werden. Für die Bahn blieben nur noch wenige Leistungen übrig. Der E-Lok-Betrieb war nicht mehr gerechtfertigt. Seit Mitte Mai 2005 ist der Strom nun abgeschaltet. Die Restleistungen haben diese Loks der Baureihen 232 und 233 übernommen. »40 Jahre elektrische Rübelandbahn. Eine Geschichte, die nicht so hätte enden müssen.«